Hier geht es um die zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes und des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Über den Gesetzentwurf werden wir später namentlich abstimmen. Vorgesehen ist es, 39 Minuten zu debattieren, und der Kollege Bernhard Herrmann hat als erstes das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, im letzten Jahr haben wir ja oft um die Sicherstellung der Energieversorgung gerungen. Die Ampelkoalition hat es geschafft, insbesondere durch die gute Arbeit im BMWK Deutschland gut durch den Winter zu bringen, weit besser, als fast alle es erwartet hätten. Dafür haben wir für die verschiedenen Herausforderungen bei den Energieträgern gezielt richtige, geeignete Werkzeuge angewandt. Werkzeuge, die wir im Parlament erst im Eilverfahren mit Hilfe neuer Gesetze haben schaffen müssen. Essentiell ist zum Beispiel die Möglichkeit, dass der Staat die Obhut über Unternehmen ausübt, aber natürlich ganz gezielt nur dort, wo es fahrlässig wäre, sich auf Agieren von Unternehmen allein zu verlassen. Nur so konnte beispielsweise der Betrieb der PCK in Schwedt gesichert werden. Nur so konnte verhindert werden, dass der russische Anteilseigner die deutsche Energieversorgungssicherheit untergräbt. So konnte verhindert werden, dass er Kapital aus Schwedt abzieht und so die Existenz der PCK gefährdet. Mit der jetzigen Novelle des ENSIG ergänzen wir die Palette geeigneter Werkzeuge, die der Bundesregierung zur Verfügung stehen. Wir erlauben ihr, Vermögensgegenstände aus der Treuhand hinaus zu verkaufen, wenn es für das Gemeinwohl und die Versorgungssicherheit notwendig ist. Wir konkretisieren also die Möglichkeiten, die das Grundgesetz gibt, gezieltes staatliches Eingreifen im Sinne der Allgemeinheit, des Allgemeinwohls. Ein wichtiger Teil des erfolgreichen Krisenmanagements ist auch die enge europäische Zusammenarbeit. Hier gilt es, mögliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Auch das machen wir als Ampelkoalition und stärken so weiter die Versorgungssicherheit im Energiebereich. Im letzten Winter hat Deutschland LNG-Gas aus Frankreich erhalten. Dafür andererseits haben wir Frankreich mit günstigem Windstrom versorgt, als deren Atomkraftwerke selbst im trockenen Winter schwächelten. Polen hilft uns seit Monaten, die PCK in Schwedt mit Rohöl zu versorgen, um eine ausreichende Auslastung sicherzustellen. Solidarität, die in Europa so sehr wichtig gerade jetzt ist. Bei all den akuten Fragen zur Versorgungssicherheit behalten wir als Grüne aber immer die Transformation zur Klimaneutralität im Blick. Energieeffizienz macht uns unabhängiger von Energieimporten. Das und immer mehr inzwischen unschlagbar günstige erneuerbare Energien ermöglichen es uns, langfristig erfolgreich zu wirtschaften. Und vor allem gut, zukunftsfest und bezahlbar unseren täglichen Bedürfnissen nach Energie, für Wärme, Strom und Mobilität zu entsprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Fabian Gramling hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute die fünfte Novelle des Energiesicherungsgesetzes. Das zeigt allein schon, dass in der aktuellen Situation regelmäßig Anpassungen und auch Nachsteuerungen notwendig sind. Und wir sind bei der Energieversorgung seit Putins Angriffskrieg auf die Ukraine im Krisenmodus, und mit einer leichtsinnigen Abschaltung der letzten drei laufenden Kernkraftwerke hat die Regierung diese Krise weiter verschärft. Und wie der Kollege Kruse übrigens auch heute richtigerweise sagte, Angebot und Nachfrage muss im Strommarkt jederzeit im Einklang stehen. Diesen Grundsatz gefährdet diese Bundesregierung leichtzernig und opfert damit auch noch den Klimaschutz. Und gerade den Kollegen der Grünen empfehle ich deswegen die Dokumentation der ARD „Deutschland schaltet ab“ von Dienstag letzter Woche. Wenn Sie auf uns nicht hören möchten, vielleicht möchten Sie auf Ihre Freunde in Finnland hören.
Die vorliegende Novelle soll der Bundesregierung mehr Handlungsspielräume bei der Treuhandverwaltung von Energieunternehmen einräumen. Das Ziel der Energieversorgungssicherheit ist absolut richtig und die Notwendigkeit aktuell bei den zwei Unternehmen auch durchaus gegeben. Ich möchte aber auf drei Punkte explizit eingehen. In der Tat stellt die neue Regelung einen milderen Eingriff im Vergleich zu einer förmlichen Enteignung dar. Und dennoch handelt es sich dabei um einen Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsrechte. Und ich erinnere Sie gerne an dieser Stelle an die Enzig-Novelle im Mai 2022. In ihrer Formulierungshilfe zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes stellte die Bundesregierung damals fest, dass eine solche, ich zitiere, Übertragung unter Berufung auf das Gemeinwohl eine Enteignung wäre, die im Rahmen des Grundgesetzes nicht zulässig ist. Jetzt, ein Jahr später, begründet die Koalition entgegen der Position der Bundesregierung im April 2022 die aktuelle Gesetzesänderung doch mit dem Gemeinwohl. Und deshalb reden wir hier eindeutig über Enteignungen. Und ein so schwerwiegender staatlicher Eingriff braucht klare und enge definierte Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Gesetzentwurf eben nicht formuliert worden. Weder im Gesetz noch in der Begründung gibt es Hinweise auf eine Definition. Es gibt auch keine klaren Kriterien dafür, wann genau die Versorgungssicherheit als gefährdet gelten soll. Die Rechtssicherheit ist damit nicht gegeben, und darauf wurde auch bei der öffentlichen Anhörung mehrfach hingewiesen. Ebenfalls ist für uns von großer Bedeutung, dass bei einem Eingriff in die Eigentumsrechte nicht nur der Eingriff selbst, sondern natürlich auch der Rückzug des Staates aus dieser Maßnahme geregelt werden muss. Und auch dazu gibt es im Gesetzentwurf nicht die gewünschte Klarheit. Ja, es gab von den Koalitionsfraktionen den Änderungsantrag bei der Reprivatisierung, aber die Bedingungen, wann genau der Staat sich wieder zurückzieht, wann konkret die Versorgungsnotsituation als gelöst gilt, wurde nicht definiert. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, der Forderung nach einer parlamentarischen Kontrolle. Entweder durch eine nachträgliche Überprüfung von entsprechenden Verordnungen oder durch eine Evaluierung des Gesetzes nach 1 oder 2 Jahren. Das haben wir als Union mehrfach angesprochen und angeregt. Beides ist im Gesetzentwurf nicht vorgesehen. Wir halten das für falsch. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir zum Abschluss noch eine Anmerkung. Die Union hat der Übernahme von Uniper im September letzten Jahres zugestimmt, weil sie zur kurzfristigen Sicherung der Energieversorgung notwendig gewesen ist. Wir haben auch die Treuhandverwaltung von CEFE unterstützt, weil sie zu diesem Zeitpunkt wichtig war, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat aber immer auch an die Ampelfraktionen appelliert, dass solche Maßnahmen nur vorübergehend gelten dürfen und dass wir eine überzeugende Strategie auch haben möchten. Und diese Strategie bleiben Sie uns bis heute schuldig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Gremmels hat heute Nachmittag hier im Hohen Haus gesagt, dass kein Gesetz so rausgeht, wie es in die parlamentarische Beratung auch reingekommen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das freut mich, denn ich wünsche mir viele Änderungen beim Heizungshammergesetz von Habeck. Machen ist wie wollen, nur krasser, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampelfraktionen. Darauf haben Sie sich immer berufen. Wir werden Sie beim Machen konstruktiv begleiten. Bei der vorliegenden Novelle bleiben unsere Forderungen und auch die Forderungen der Experten außen vor. Und deshalb werden wir diesem Gesetz nicht zustimmen. Vielen Dank. Markus Hümpfer hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Gramling, bei einer Debatte zum Energiesicherungsgesetz uns vorzuwerfen, dass wir mit der Abschaltung der verbliebenen 3 Atomkraftwerke die Versorgungssicherheit gefährden würden oder mit dem Heizungshammer zu kommen, ich weiß nicht, das passt alles irgendwie inhaltlich nicht so ganz zusammen. Und da bin ich tatsächlich froh, dass Sie keine Verantwortung mehr haben. Die parlamentarische Kontrolle ist übrigens auch gegeben. In § 20 des Ensigs ist die sichergestellt. Und da komme ich gleich zurück zur Verantwortung, weil mit der Novelle des Energiesicherungsgesetzes übernehmen wir Verantwortung. Verantwortung für die Versorgungssicherheit, Verantwortung für die Unternehmen in diesem Land, Verantwortung für die Menschen in diesem Land, Verantwortung, weil wir die Pflicht haben,
dafür zu sorgen, dass das Richtige getan wird und dabei möglichst kein Schaden entsteht. Und genau aus diesem Grund erweitern wir das Energiesicherungsgesetz. Wir ermöglichen die Übertragung von Vermögensgegenständen, wenn sich Unternehmen unter Treuhandverwaltung befinden. Und damit schaffen wir ein weiteres Instrument für Notlagen, ein Instrument, das eben nicht mit Enteignung gleichzusetzen ist, ein Instrument, das minimalinvasiv und höchst präzise ist. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass die Vermögensgegenstände wieder reprivatisiert werden müssen. Und dabei stellen wir den Handlungsspielraum des Treuhänders sicher. Wir wollen nämlich nicht, dass am Ende dieser Operation eine leere Hülle übrig bleibt. Es liegt in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Unternehmen und Arbeitsplätze auch weiterhin existieren. Und aus diesem Grund haben wir den Handlungsspielraum des Treuhänders konkretisiert. Das ermöglicht ein Fortbestehen bei gleichzeitiger Transformation. Das ermöglicht den Betrieb zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Klar ist aber auch, dass dem Eigentümer für solche Eingriffe angemessene Entschädigungen zustehen. Das regelt die nationale Gesetzgebung, das regelt die europäische Gesetzgebung und das regelt das Völkerrecht. Und hier kommt wieder die Verantwortung ins Spiel. Als Gesetzgeber und als Treuhänder haben wir die Verantwortung, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Wir haben die Verantwortung, keine Steuermittel zu verschwenden. Und deshalb haben wir dafür gesorgt, dass das Gesetz eine Mitverschuldensklausel bekommt. Eine Klausel, die dafür sorgt, dass der Anspruch auf Entschädigung gekürzt werden kann, wenn der Eigentümer des Unternehmens eine Mitschuld an den Maßnahmen trägt. Das schafft eine deutliche Rechtssicherheit gegenüber den Gerichten und privaten Schiedsgerichten. Und das spart uns allen Geld im Fall der Fälle. Geld, mit dem wir verpflichtet sind, sparsam umzugehen. Das zeigt, wir tun als Ampelkoalition alles, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das zeigt, wir übernehmen Verantwortung für die Unternehmen und die Menschen in unserem Land. Und Verantwortung haben auch die Väter und Mütter des Energiesicherungsgesetzes übernommen. 1973 wurde das Energiesicherungsgesetz beschlossen in einer Zeit, in der die Ölpreiskrise gewütet hat, in einer Zeit, in der die Versorgung der Bundesrepublik Deutschland mit Erdöl und Erdölerzeugnissen nicht mehr sichergestellt war. Zu damals und zu heute gibt es Parallelen. Heute, 50 Jahre später, geht es wieder um Erdöl. Es geht wieder darum, wie wir die Versorgungssicherheit mit Erdöl und Erdölprodukten sicherstellen können. Es geht darum, wie wir vor allem die neuen Bundesländer versorgen können. Und wieder übernehmen wir Verantwortung. Verantwortung, indem wir dafür sorgen, dass die PCK Schwedt und damit eine ganze Region Zukunft hat. Die Raffinerie in Schwedt ist eine Lebensader für Deutschland und insbesondere für die neuen Bundesländer. Gleichzeitig wird Erdöl immer mehr zum schwarzen Gold der Vergangenheit. Es ist aber nicht mehr das Gold der Zukunft. Der Goldstandard der Zukunft ist klimaneutral und grün, und er wird aus Schwedt kommen. In der Zukunft nutzen wir diesen Hochtechnologiestandort nicht mehr, um fossiles Erdöl zu verarbeiten. Nein, die PCK Schwedt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort werden zur Lebensader einer klimaneutralen und einer sicheren Energieversorgung. Ich denke dabei vor allem an die Produktion von Wasserstoff und die Produktion grüner synthetischer Kraftstoffe. All das brauchen wir in der Zukunft. All das kann Schwedt in der Zukunft liefern. Und deshalb haben wir bei diesem Gesetz, bei dieser Novelle, besonders darauf geachtet, dass der Transformationsprozess der PCK-Raffinerie nicht behindert wird. Es ist nämlich unsere Verantwortung, dass das Richtige getan wird. Es ist unsere Verantwortung, dass die PCK Schwedt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Zukunft haben. Und deshalb ist es unsere Verantwortung,
dass wir dieses Gesetz heute verabschieden. Deshalb bitte ich um Zustimmung. Vielen Dank. Jetzt hat Carsten Hilse das Wort für die AfD-Fraktion. Wertes Präsidium, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, die von Grünen Kommunisten geführte Bundesregierung beschreitet mit dem heute abzustimmenden Energiesicherungsgesetz den Weg hin zur nächsten sozialistischen Dystopie konsequent und mit immer höherem Tempo. Die ehemaligen Freien Demokraten, die nunmehr als die feigen Demokraten gelten, schauen diesem Treiben tatenlos zu. Das Prinzip, die Freiheit der Bürger in den Mittelpunkt ihrer Politik zu stellen, wird im Bundestag nur noch von der AfD vertreten. Dem Rest des Hohen Hauses kann es offensichtlich nicht schnell genug gehen, chinesische Verhältnisse in Deutschland zu etablieren. Die fatale Melange aus grünen Kommunisten, Spezial- und feigen Demokraten richtet dieses Land immer schneller, immer intensiver und sehr nachhaltig zugrunde. Da die grünen Kommunisten offensichtlich erkannt haben, dass sie so Gott und Volk will, nach dieser Legislaturperiode wieder für viele Jahre nicht mehr in Regierungsverantwortung kommen werden, betreiben sie eine Politik der verbrannten Erde. Alle Beziehungen zu den ehemaligen Handelspartnern werden durch die schlimmste und infantilste Person, die jemals das Amt des Außenministers bekleidete, in einer Art und Weise zerstört, dass es eine Riesenherausforderung für ihren Nachfolger sein wird, wieder halbwegs normale Beziehungen aufzubauen. Der Kinderbuchautor fährt mit der Dampframme gemeinsam mit dem Familienclan Greichen durch die deutsche Industrielandschaft und schlägt alles kurz und klein, was ohne staatliche Subvention produzieren könnte und das bisher auch macht. Große Konzerne, zum Beispiel aus der Chemie- und Automobilbranche, verlassen fluchtartig das Land, nicht nur wegen der exorbitant hohen und natürlich viel höheren Energiepreise als im Rest der Welt und der immer schlechteren Versorgungssicherheit. Sie befürchten, und diese Furcht ist mehr als berechtigt, dass sie von den grünen Kommunisten als Feind der Energiewende, als Zweifler der feministischen Außenpolitik, als Gegner des Gender- und Transgender-Irrsinns oder als kulturelle Aneigner identifiziert werden und Sanktionen gegen sie bis hin zu Enteignungen per Gesetz beschlossen werden. Mit diesem Energiesicherungsgesetz will sich die grünkommunistische Bundesregierung selbst die Macht geben, Firmen, Konzerne, Privatleute zu enteignen, wenn sie sie aus welchem Grund auch immer zum Feind oder Gegner erklärt hat. Dieses Gesetz ist die konsequente Umsetzung der Forderung von Karl Marx in Bezug auf das Privateigentum von Produktionsmitteln. Diente die letzte Änderung des Energiesicherungsgesetzes dazu, die übrig gebliebenen Rohre der Nord Stream 2 AG, Zitat Herr Bergt, in irgendeiner Weise in unserem Besitz zu bringen, Zitat Ende, also zu enteignen, geht es bei der heutigen Änderung darum, Rosneft, einen der Anteilseigner des PCK Schwedt, zu enteignen. Dem Staat reicht es nicht mehr, mit seinen klebrigen Fingern in die Taschen der Steuerzahler zu greifen. Er will sich auch noch fremdes Eigentum, das der durch ihn identifizierten Feinde und Gegner, unter den Nagel reißen. Allerdings ist das Gesetz auch auf jeden anderen anwendbar, der die gerade genannten Kriterien erfüllt, also vor den Folgen der derzeitigen grünsozialistischen Politik warnt. Es ist also geeignet, jeden Privateigentümer von Produktionsmitteln zu enteignen und somit den letzten Schritt in Richtung real existierenden Sozialismus zu gehen. Dass Kommunisten und Spezialdemokraten diesen Weg gehen, sobald sie die Möglichkeit dazu bekommen, ist für diejenigen klar, die aus der Geschichte lernen. Dass aber die feigen Demokraten jubelnd den Weg in den real existierenden Sozialismus mittragen, führt richtigerweise dazu, dass sich die ehemaligen FDP-Wähler mit Grausen von diesen Freiheitsverrätern abwenden. Wir als AfD lehnen dieses Gesetz ab. Es ist ein Meilenstein in Richtung Sozialismus, der egal in welcher Ausprägung oder Färbung für unsagbares Leid auf der Welt sorgte. Wir stehen für die Freiheit. Vielen Dank. Michael Kruse hat das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Erlauben Sie mir zunächst einen Satz zu meinem Vorredner, Herrn Hilse von der AfD-Fraktion. Es ist schon erstaunlich, dass Sie Ihr Herz für Privateigentum genau dann entdecken, wenn es darum geht, damit den russischen Staat, der einen Angriffskrieg gegen ein europäisches Land führt, zu verteidigen. Das ist nicht der Schutz von Privateigentum, das ist der Schutz eines Despoten, der auf diesem Kontinent Menschenleben vernichtet, jeden Tag. Und ich würde mich freuen, wenn Sie Ihr Herz auch für die ukrainischen Kinder und Menschen, die jeden Tag ihr Leben lassen müssen wegen dieses Krieges, entwickeln würden und nicht nur für den Schutz des russischen Staates mit seinem vermeintlichen Privateigentum in Deutschland. Sie haben in Geschichte wirklich gepennt. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetz machen wir ja sehr viele richtige und wichtige Weichenstellungen. Insbesondere sorgen wir dafür, dass der russische Staat weniger Einfluss auf das deutsche Energiesystem hat. Es ist die sechste Reform des Energiesicherungsgesetzes, und jede einzelne war wichtig. Mit diesem Gesetz, und das ist ja auch von der Union hier in der ersten Lesung schon vorgetragen worden, sorgen wir dafür, dass weitreichendere Schritte des Staates, weitreichendere Eingriffe in Eigentumsrechte nicht vorgenommen werden müssen. Ich habe manchmal den Eindruck, Sie haben sich diese Gesetzesänderung nicht ganz genau durchgelesen. Wir sorgen jetzt dafür, dass der Treuhänder auch Anteile und Eigentumsanteile veräußern darf. Das bedeutet, eine Verstaatlichung ist an dieser Stelle explizit nicht mehr erforderlich. Sollten diese Anteile in Zukunft trotzdem verstaatlicht werden? So haben wir hier und für die Treuhandanteile und auch schon in einer früheren Reform dafür gesorgt, dass verstaatlichte Anteile dieser Unternehmen auf Basis des Energiesicherungsgesetzes auch wieder reprivatisiert werden, an den Markt zurückgeführt werden. Dieses Gesetz sorgt dafür, dass wir weniger Eingriffe in Rechte privater Unternehmen vornehmen dürfen und dass der Staat überhaupt nur noch vornehmen darf, wenn die Energieversorgung bedroht ist. Ich wundere mich, dass das bei der Union nicht auf Zustimmung stößt, denn das ist die erste große Maßnahme, die wir hier ergreifen. Die zweite ist, es wird keine staatliche Wasserstoffgesellschaft geben. Ist hier klar im Gesetz definiert. Ist auch etwas, von dem Sie, glaube ich, wissen, dass es mal innerhalb der Koalition in Diskussion war. Nun frage ich mich ein bisschen, was ist denn jetzt eigentlich das, wo die Union bei diesem Gesetz nicht zustimmen kann? Ist es, dass es keine staatliche Wasserstoffgesellschaft geben wird? Sie waren ja, Herr Spahn, ich erinnere mich, in letzter Zeit öfter mal wirtschaftspolitisch einer Meinung mit den Linken. Also vielleicht ist es dieser Aspekt, weshalb Sie nicht zustimmen können. Oder es ist der Aspekt, dass wir jetzt nicht mehr verstaatlichen müssen, sondern dem Treuhänder mehr Möglichkeiten geben, das heißt minimalinvasivere Eingriffe vornehmen können. Auch das würde mich wundern, denn Sie sprechen sich ja eigentlich auch nicht für größere Staatseingriffe aus. Oder aber Sie möchten, dass es keine Reprivatisierung gibt, wie wir hier jetzt auch noch mal für die Treuhandanteile festgeschrieben haben. Wir nehmen hier genau drei Dinge im Gesetz vor. Alle sind positiv, und ich habe offen gesprochen nicht verstanden, warum eine konstruktive Oppositionsfraktion diesem Gesetz so nicht zustimmen kann. Wenn sie der Marktwirtschaft geneigt ist, müsste sie diesem Gesetz zustimmen. Ich werbe auch hier dringend noch mal dafür, dass Sie sich unsere Änderungen zu Gemüte führen, denn Sie könnten dann eigentlich gar nicht zu einem anderen Ergebnis kommen. Mit diesem Gesetz haben wir die sechste Änderung des Energiesicherungsgesetzes vorgenommen, und ich befürchte, es werden weitere folgen müssen. Die Basis dafür ist ein Krieg, den ein russischer Despot in Europa führt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Koalitionspartnern für die sehr konstruktiven Beratungen zu diesem Gesetz. Sie sind erforderlich geworden, weil wir die Energieversorgung in Deutschland sichern. Wir haben das im letzten Winter mit einem großen Maßnahmenpaket geschafft. Und wir haben hier große Erfolge in der Versorgungssicherheit dieses Landes erzielt. Deswegen werden wir jetzt weiter dafür sorgen, dass in Zukunft erstens
unsere Energiesouveränität nie wieder angegriffen werden kann, dass wir dafür sorgen, dass Deutschland, deutsche Unternehmen und Partnerunternehmen aus anderen Ländern über Energie und kritische Energieinfrastruktur verfügen und dass nie wieder Menschen wie Wladimir Putin Kontrolle über unsere Energieversorgung erlangen. Auf diesem Weg machen wir weiter. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Da Sie Herrn Hilse persönlich angesprochen haben, hat er jetzt die Gelegenheit zu einer Kurzintervention, auf die Sie dann antworten könnten, Herr Kollege. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Selbstverständlich betrauere ich auch alle ukrainischen Opfer. Im Gegensatz zu Ihnen hat aber unsere Fraktion eine Friedensinitiative in dieses Haus eingebracht, um diesen Krieg zu beenden. Und ich habe ausgeführt, wenn Sie zugehört haben, das haben Sie offensichtlich, dass natürlich die Enteignung von Rosneft der Grund ist, um dieses Gesetz erst geschaffen zu haben, aber dass es geeignet ist, jeden, den Sie selbst zum Feind oder Gegner erklären, dann letztendlich enteignen können. Und das ist nun mal so. Dieses Gesetz ist dazu geeignet, Privatleute, Konzerne und Firmen zu enteignen. Und der Kollege aus der CDU hat vorhin ausgeführt, dass eben die Begründung, wann so etwas passieren kann, sehr, sehr schwammig ist. Und deswegen besteht die Gefahr, dass Sie dieses Gesetz benutzen, um auch andere Firmen und Konzerne zu enteignen, wenn sie sich, was sie sich, ihrer Klimaideologie nicht anschließen oder wie auch immer. Genau. Also nochmal, ich trauere genauso um die ukrainischen Opfer, aber wir wollen Frieden und Sie heizen den Krieg in der Ukraine an. Herr Kruse möchte reagieren, bitte schön. Herr Kollege Hilse, Sie haben ja nun drei Aspekte in Ihrer persönlichen Erklärung benannt. Ich würde gerne auf mehrere davon eingehen wollen. Das erste ist Ihre Behauptung, dass jetzt wir, also ich weiß nicht genau, wer mit wir gemeint ist, ob das die Koalition ist oder vielleicht die Bundesregierung. Sie müssten eigentlich die Bundesregierung ansprechen, denn die kann ja jetzt hier aufgrund dieses Gesetzes, wenn wir es verabschieden, Maßnahmen ergreifen, dass also wir dann einfach wahllos in diesem Land Unternehmen enteignen können. Und das ist falsch. Das ist richtig falsch. Es ist Ihnen sicherlich bekannt, dass es ja eine Klage aufgrund der Maßnahmen, die die Bundesregierung auf Basis des Energiesicherungsgesetzes vorgenommen hat, gegeben hat. Und dass Klagen in Deutschland für gewöhnlich nicht vom Parlament oder von der Regierung entschieden werden, sondern von ordentlichen Gerichten. Dieses nun ordentliche Gericht, was diese Klage vorliegen hatte, hat entschieden, dass die Maßnahmen, die die Bundesregierung auf Basis unserer Beschlüsse des Energiesicherungsgesetzes im letzten Jahr ergriffen hat, alle rechtens waren. Es ist vollumfänglich bestätigt worden, was diese Bundesregierung im letzten Jahr zur Sicherung der Energieversorgungssicherheit in Deutschland unternommen hat. Das ist ein riesiger politischer Erfolg. Es gibt keine einzige Einschränkung in diesem Gerichtsurteil, die sagen würde, es hätte hier eine Verfehlung gegeben. Das müssen Sie erst mal schaffen in einer so bedrohlichen Situation, in der Sie Gesetze auch in sehr kurzer Frist machen. Wir haben das im letzten Jahr erreicht und deswegen ist das hier ein großer politischer Erfolg für die Ampel. Dieses Gesetz ist also vollumfänglich bestätigt worden. Herr Kollege, vielen Dank. Die Zeit für die Antwort auf die Zwischenintervention ist in 7 Sekunden zu Ende. Sie könnten noch einen halben Satz sagen. Sie stehen nicht für Frieden, Sie stehen nicht für Freiheit, Sie stehen für Hass und Hetze. Danke. Herr Flenkert hat jetzt das Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, die Treuhand hat in Ostdeutschland einen verheerenden Ruf. Sie verursachte Deindustrialisierung ganzer Regionen, grassierende Arbeitslosigkeit bis weit in die 2000er Jahre, die Abwanderung von Hunderttausenden Menschen. Oft wurden ostdeutsche Unternehmen von westlichen Unternehmen gekauft und zerschlagen. So wurde lästige Konkurrenz am Markt beseitigt, und das ist eine bittere Wahrheit.
Die Wunden bei vielen Ostdeutschen sitzen tief. Noch heute bezahlen viele Ostdeutsche die Folgen dieser falschen Politik mit 21% niedrigeren Löhnen, mit Altersarmut und der Überalterung vieler Regionen. Wenige industrielle Kerne blieben, wie die optische Industrie in Jena, die Mikroelektronik in Dresden, die Chemieparks in Leuna, Bitterfeld und Schwarzheide und auch die Raffinerie PCK in Schwedt. Wegen des russischen Angriffskrieges und zur Sicherung der Energieversorgung stellte die Bundesregierung die PCK Schwedt unter Treuhandverwaltung. Liebe Bürgerinnen und Bürger, in der Region um Schwedt gibt es beste Voraussetzungen, dass die unter Treuhandverwaltung stehende Raffinerie neue Geschäftsfelder aufbauen kann, wie Wasserstoffproduktion, wie die Herstellung von Biokerosin. Damit hätten die Beschäftigten die Region eine sichere Zukunftsperspektive. Doch die heutige Änderung des Energiesicherungsgesetzes ENSIG verbietet eine grüne Transformation der Raffinerie, weil jetzt eine unter Treuhand stehende Firma keine neuen Geschäftsfelder mehr erschließen darf. Noch schlimmer ist, die heutige Änderung des Energiesicherungsgesetzes ermöglicht wie 1990, dass Konzerne wie Shell, BP oder Esso einen Konkurrenten ausschlachten können. Das Gesetz ermöglicht, dass man die PCK-Raffinerie filetiert, die Teile, die man noch braucht, herauslöst und den Rest abwickelt, ohne Rücksicht auf Beschäftigte und Regionen. Erschreckend ist, dass Grüne und SPD diese FDP-Politik für Großkonzerne einfach mitmachen. Eine Politik, die für Konzernprofite eine ostdeutsche Region riskiert, das ist ein Skandal. Kolleginnen und Kollegen, ich fordere Sie auf, stoppen Sie diese Gesetzesänderung. Die Linke fordert, die PCK Schwedt zu 100% in staatliches Eigentum zu überführen und die Arbeitsplätze zu garantieren. Die PCK zur modernsten Bioraffinerie und zu einem Zentrum der Wasserstoffproduktion umzubauen. Retten wir gemeinsam die PCK und die Arbeitsplätze für die Zukunft der Menschen und der Region in Schwedt. Für die Bundesregierung hat jetzt Michael Kellner das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit etwas mehr als einem Jahr führt Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das größte Leid erleben die Ukrainerinnen und Ukrainer, deren Mut und Einsatz wir gar nicht groß genug schätzen können. Aber Putin hat auch einen Energiekrieg gegen Europa gestartet. Deshalb war und ist es wichtig und richtig, dass wir mittlerweile heute unabhängig von russischen Energielieferungen sind. Nicht nur verdient der Kreml so weniger, aber wir stärken unsere eigene Sicherheit. Dazu haben wir viele Maßnahmen ergriffen, wie Unternehmen unter Treuhand gestellt, Einspeisevorgaben für Gasspeicher gemacht und neue Terminals gebaut. So wurde Putins Energiewaffe stumpf. Die deutschen Gasspeicher sind nach dem ersten Kriegswinter fast so voll, wie sie vor dem Winter 2021/22 waren, als Russland diese bewusst leer gelassen hat. Das ist ein riesiger Erfolg, den wir gemeinsam mit diesen Menschen und Unternehmen hier im Land erreicht haben. Zu lange wurde in diesem Land blind auf Russland vertraut, obwohl die Warnzeichen längst da waren. 2015, also nach der Krim-Annexion, erlaubte der damalige Wirtschaftsminister Gabriel, dass Gasspeicher an russische Unternehmen verkauft wurden. Er erlaubte auch, dass Rosneft in der PCK-Raffinerie in Schwedt vom Minderheits- zum Mehrheitsaktionär aufsteigen konnte. Wäre das doch mal nur unterblieben. Erst mit der Treuhand haben wir die PCK überhaupt gesichert, in sicheres Fahrwasser geführt. Und wir arbeiten jetzt daran, dass die PCK weiter produziert, die Transformation angeht und wir dort Beschäftigte sichern. Daran arbeitet diese Bundesregierung gemeinsam mit den Ampelfraktionen. Erst 2022 stoppten wir dann die Übernahme von weiteren rund 30% durch Rosneft in der PCK. Diese Entscheidungen der alten Bundesregierung haben uns immer weiter in die Abhängigkeit von Russland getrieben und die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährdet. Das hat Putin versucht auszunutzen und ist zum Glück damit gescheitert, weil wir entschieden gehandelt haben.
Dafür brauchten wir unter anderem das Energiesicherungsgesetz, das wir deshalb mehrfach aktualisiert haben, stammt es doch schon aus den Zeiten der Ölkrise. Die kürzlich abgewiesene Klage der Rosneft gegen die ENSIG-Treuhandanordnung zeigt, das sind notwendige und angemessene Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Gleichzeitig haben wir unseren Instrumentenkasten immer weiterentwickelt und werden das, wenn nötig, auch weiterhin machen. Mit dieser Novelle erhält der Bund im Sinne der Sicherung der Energieversorgung für derzeitige und künftige Treuhandfälle mehr Handlungsspielräume. Der neue § 17b ermöglicht die Übertragung von Vermögensgegenständen von Unternehmen unter einer ENSIG-Treuhandverwaltung. Er kann zum Tragen kommen, wenn das Funktionieren des Gemeinwesens Sektor Energie sowie die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit dies erfordern. Gleichzeitig sollen Eingriffe in den Markt auf das Nötigste beschränkt werden. Abschließend möchte ich mich bei den Berichterstattern der Koalitionsfraktionen Michael Kruse, Markus Hümpfer und Bernhard Herrmann für die gute Zusammenarbeit bedanken und um die Zustimmung für diese Gesetzesnovelle werben. Maria-Lena Weiß ist die nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Fast ein Jahr nach der ersten Novelle des ENSIG sind wir inzwischen beim Energiesicherungsgesetz 5.0 angekommen. Dass in der gebotenen Eile einer Krise beschlossene Maßnahmen nicht vollkommen sein können und in dynamischen Lagen auch nachgebessert werden müssen, sei der Regierung selbstverständlich zugestanden. Gleichzeitig täte es uns gut, die Energiesicherung langfristig anzugehen. Schließlich ist die Krise kein Dauerzustand, schon gar nicht, wenn man in ihr auf drei Kernkraftwerke verzichten kann. Und die aktuelle Lage, wie sie sich heute darstellt, unterscheidet sich im Grad der Eilbedürftigkeit durchaus von derjenigen, in der die vorherigen ENSIG-Novellen beschlossen worden sind. Deshalb können Sie bei allem grundsätzlichen Verständnis für Ihr Anliegen keinen Freifahrtschein von uns erwarten. Es ist vielmehr durchaus erforderlich und geboten, genauer hinzuschauen. Denn wir entscheiden heute erneut über Einschränkungen des Eigentums, über Beschränkungen eines zentralen, unsere Verfassung tragenden Grundrechts. Das Grundrecht auf Eigentum büßt selbstverständlich auch in der Krise nichts von seiner Bedeutung ein. Und auch in der Krise muss der staatliche Eingriff in das Eigentum gerechtfertigt und rechtlich sauber begründet sein. Ich finde es ja schon verwunderlich, warum Sie überhaupt die Notwendigkeit für die Schaffung des 17b sehen. Ihnen stehen im aktuellen ENSIG doch bereits der ganze Instrumentenkasten zur Verfügung. Im Rahmen der Treuhandverwaltung ist auf der einen Seite bereits die Vermögensübertragung aus Gründen des Werterhalts des betroffenen Unternehmens möglich. Und auf der anderen Seite steht die Enteignung nach 18 ENSIG als schärfstes Schwert. Dieses Schwert lässt bereits heute Teilenteignungen zu, wenn sie zur Sicherung der Energieversorgung und zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit erforderlich ist. Habe ich. Klar ist auch, dass Eigentumseingriffe des Staates sich nicht nur am Maßstab des Grundgesetzes messen lassen müssen, sondern auch am völkerrechtlichen Investitionsschutz. Und den sehe ich bei Ihrem Entwurf überhaupt nicht berücksichtigt. Ich sehe auch nicht, wo Raum sein soll für diesen 17b, weil er halt faktisch nichts anderes ist als eine Enteignung, die es in § 18 schon gibt. Es sei denn, man sieht es vielleicht analog wie Minister Habeck bei den Insolvenzen von Betrieben und kommt zum Ergebnis, dass das Unternehmen ja gar nicht enteignet ist. Es werden nur seine Vermögenswerte übertragen. Für eine solche Sichtweise lässt das ENSIG aber keinen Raum, denn entweder die Lage ist entspannt genug, um es bei der Treuhandverwaltung zu belassen, oder sie erfordert, dass zur Enteignung gegriffen werden muss. Das hier gebaute Zwitterkonstrukt, mit dem über eine Treuhandverwaltung das betroffene Unternehmen quasi durch die Hintertür enteignet werden kann, das passt nicht zum bestehenden Maßnahmenkatalog. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, was Sie hier mit der neuen ENSIG-Novelle beschließen wollen, ist verfassungsrechtlich höchst problematisch. Wie auch schon mein Kollege Fabian Gramling dargelegt hat, ist ein derart harter Eingriff wie den Sie in § 17b planen, egal ob Sie ihn jetzt Enteignung nennen oder als Vermögensübertragung umschreiben, als solcher rechtfertigungsbedürftig. Wann eine solche Enteignung möglich sein soll, unter welchen Voraussetzungen also der Staat seine Hand auf das Eigentum von Privaten legen kann, das muss für alle Beteiligten hinreichend klar erkennbar und konkret sein.
Dieser Eingriff muss legitim, geeignet, erforderlich und am Ende auch noch verhältnismäßig sein. Das gebietet uns unser Rechtsstaat. Machen Sie deshalb nicht den Fehler und nehmen Sie das Urteil aus Leipzig blind als Freifahrtschein für wilde Operationen am offenen Herzen des Energiesicherungsgesetzes. Das Bundesverwaltungsgericht hat zwar im März sein Okay für die Treuhandübernahme der Rosneft-Töchter gegeben, aber das heißt noch lange nicht, dass sie beim Thema Treuhand und Enteignung nach freiem Gusto verfahren können. Das Recht auf Eigentum hat auch im Bereich der kritischen Infrastruktur in unserer Energieversorgung einen hohen Stellenwert. Und deshalb können wir Ihrem Entwurf nicht zustimmen, weil es für einen solchen Eingriff, wie Sie ihn regeln wollen, klare Kriterien braucht, weil weder eine Befristung noch eine angemessene Evaluation der Maßnahme vorgesehen ist und weil unser Rechtsstaat die parlamentarische Kontrolle wesentlicher Regierungsentscheidungen verlangt, und die geben wir hier im Plenarsaal nicht freiwillig ab. Bitte machen Sie Ihre Hausaufgaben sauber und bessern Sie hier nach. Sorgen Sie heute einmal gründlich für die richtigen Regelungen, damit Sie diese morgen nicht schon wieder nachbessern müssen. Vielen Dank. Die Kollegin Dr. Nina Scheer hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich nur auf wenige Punkte jetzt konzentrieren, da ich eigentlich versucht hatte, die Rede zu Protokoll zu geben, aber leider haben wir jetzt kein Einvernehmen dahin zu bekommen, aber sei es drum. Es geht jetzt mir sehr stark darum, noch mal dem Eindruck etwas entgegenzusetzen, dass hier Möglichkeiten genommen würden, weil das ist ja auch durchaus richtig für die Interpretation des Gesetzes, was wir hier machen, dass dem Eindruck entgegenzuwirken, es würden Transformationsprozesse, die sich in der PKK Schwedt ergeben sollen im Zuge der Energiewende und die dort, wenn das Unternehmen das so handhaben möchte, natürlich ermöglicht werden sollen und auch aus Energiesicherungsgründen natürlich ermöglicht werden können müssen, dass diese nicht unterbunden werden durch dieses Gesetz. Das ist insofern noch mal wichtig klarzustellen, weil wir hier ganz klar eine Kaprizierung, eine Fokussierung, eine Maßgabe genommen haben, die durch den Gesellschaftszweck hinterlegt ist und der Gesellschaftszweck eben genau diese anderen Möglichkeiten, etwa Wasserstoffgewinnung, vorsieht. Das ist davon mit erfasst. Und wir haben eben gerade keine Eingrenzung auf die historischen Betriebe vorgenommen, sondern haben nur den Gesellschaftszweck in der auch auf die erneuerbaren Optionen anwendbaren Formen der Erzeugungen interpretationsfähig gehalten. Und so ist auch dieses Gesetz zu verstehen, auch die Änderung zu verstehen. Und im Übrigen ist mit dem 17b eine Übertragung von Vermögensgegenständen fokussiert und eben nicht das, was in § 18 schon enthalten ist. Insofern muss ich auch Frau Kollegin Weiß widersprechen, dass das hier eine Doppelung einer Norm sei, sondern es ist tatsächlich ein anderer Gesetzesgegenstand. Es geht um die Übertragung von Vermögensgegenständen. Vielen Dank. Damit schließe ich jetzt die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes und des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/6455 den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/5393 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die den Gesetzentwurf in der Ausschussfassung annehmen wollen, um ihr Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Was mit? Und die Linke? Bitte? Wir sind bei der zweiten Beratung und ich würde jetzt gern wissen, stimmen Sie zu, dagegen, enthalten Sie sich? Sie sind dagegen. Dann ist der Gesetzentwurf angenommen bei Zustimmung durch die Koalitionsfraktionen. Alle anderen haben dagegen gestimmt. Wir kommen jetzt zur dritten Beratung und Schlussabstimmung. Die Fraktion der AfD hat namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben zur Abgabe ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung
20 Minuten Zeit. Ich sage es noch mal für draußen. Sie haben nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze eingenommen. Das ist bereits geschehen. Deswegen öffne ich jetzt die namentliche Abstimmung über den Gesetzentwurf. Die Urnen werden um 19.05 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen selbstverständlich noch einmal kurz vorher bekannt gegeben. Herzlichen Dank. Ich rufe jetzt auf.